Es gibt eine gute Nachricht. Der Gärtnerhof von Max Karl Schwarz ist neu herausgegeben worden von Michael Beleites. Dieses wichtige Buch ist für mich ganz wichtig, weil es einfach zeigt, dass kleinere Wirtschaftsformen, kleinere Betriebe viel mehr nach menschlichem Maß sind, ein Weg in lokale Souveränität sein können. Und dass halt auch dieses Konzept jetzt wieder seine Zeit hat. Max Karl Schwarz hat das Konzept nach dem Ersten Weltkrieg angefangen zu entwickeln. Er hat damals gesehen, dass die Industrialisierung der Landwirtschaft schädlich war, sehr, sehr viele Menschen arbeitslos gemacht hat, aber den Betrieben auch nicht gut tat. Und er hat ja erst seinen ersten Text geschrieben, als er tatsächlich selber 9 Jahre Erfahrung hatte, weil er wollte aus der Erfahrung schreiben. Und wenn man sieht, was heute einfach schnell mal rausgehauen wird von Leuten, die einfach nur Parolen nachplappern und wenig eigene Ahnung haben, kann man da schon Respekt bekommen. Schwarz hat den landwirtschaftlichen Kurs bei Steiner persönlich mitgemacht und das hat ihm richtig den Antrieb gegeben zu sagen, so jetzt ist die Landwirtschaft und der Gartenbau so gut machbar, dass es tatsächlich auch für Selbstversorger, für Kleinbetriebe machbar ist. Ja, zunächst kam der Zweite Weltkrieg dann dazwischen. Es ist beklemmend zu sehen, wie er 1933 schreibt, nach dem Krieg, nicht wissend, was kommen wird. Aber nach dem zweiten furchtbaren Krieg war wieder alles kaputt. Die Situation war auch so, dass die Menschen keine Arbeit hatten, zu wenig Nahrung hatten. Und Max Karl Schwarz hat mit einigen anderen Kollegen, die auch sehr viel Erfahrung hatten in der Landwirtschaft, und alles Menschen, die wirklich gründlich, praktisch und theoretisch das ja, aufgebaut haben. Max Karl Schwarz war ursprünglich Landschaftsarchitekt, also hat auch eine entsprechende Ausbildung. Und ja, das Konzept war fantastisch, aber zum zweiten Mal, wie schon nach dem Ersten Weltkrieg, wurde die Situation stark verändert durch Kredite von außen, wo halt plötzlich eine Industrialisierung wieder angeschoben war und die Menschen nicht mehr ihre eigene Entwicklung aufgebaut haben, die lokale Wirtschaft nicht aufgebaut wurde, sondern halt man einfach die Abhängigkeiten von äußeren Krediten, ja, einfach in Kauf nahm, weil offensichtlich lief hier wieder alles so gut. Und es gab dann auch einen langen Wirtschaftsboom, der aber mit industrieller Landwirtschaft auch die Böden zerstörte. Jetzt seit ungefähr 100 Jahren. Und jetzt kann man sagen, dass dieses Thema der Gärtnerhof wieder absolut ja, relevant ist. Jetzt nach Corona. Wir sehen, wie wichtig die lokale Versorgung ist, wie gefährlich Abhängigkeiten von der Globalwirtschaft sind. Und das sollte jetzt eine Mahnung sein, tatsächlich jetzt tatsächlich anzufangen, sich nicht wieder in neue Abhängigkeiten zu begeben, die ja, Betriebe sind eine gute Möglichkeit, die lokale Wirtschaft aufzubauen. Und man kann natürlich sehr viel mehr machen als nur die Produktion von Gemüse, Obst und Tieren. Man kann halt ja, einfach daraus weiter Verarbeitung machen, auch ja, Rohstoffe für Kleinbetriebe, Kleingewerbe produzieren und so halt tatsächlich eine lokale Wirtschaft aufbauen. Und das Tolle ist, dass die
Erkenntnisse der biodynamischen Landwirtschaft und aus meinem heutigen Verständnis ganz wesentlich, dass die immer auch die Kühe im System haben, die die Bodenbiologie verbessern und dass die Erkenntnisse der regenerativen Landwirtschaft, über die ich ja auch Vorträge halte, auch hier im Kanal gibt es einen Vortrag dazu, das Ganze noch sehr bestärken. Es ist alles sehr viel einfacher geworden, auch die Prinzipien der Permakultur und so weiter. Aber zurück zum ursprünglichen Gärtnerhof. Die Idee ist zeitgemäß, auch heute noch wird 70% der Nahrung global von kleinen Familienfarmen mit mittlerer Größe von 1,6 Hektar produziert. Obwohl die, wie man weiß, sehr oft nicht diese neuen Erkenntnisse von der regenerativen Landwirtschaft drauf haben und auch noch nicht mal die biodynamische. Die biodynamische Landwirtschaft hat Australien vor der Verwüstung gerettet, weil die sehr viele Böden damit wieder aufgebaut haben. Und es gibt auch eine UN-Studie, dass nur kleine Ökofarmen die Welt ernähren können. Ja, und die Gärtnerhöfe, die machen genau das. Das sind kleine Familienfarmen, kann man natürlich auch als WG betreiben oder mit einer ja, Gruppe von Leuten, die einfach nur zusammenarbeiten. Und der Gärtnerhof selber, hier sind die ursprünglichen Hefte, die schwer zugänglich sind. Also es ist wirklich, die sind zwar als Dateien zu bekommen, auch die Hefte sind zum Teil noch zu bekommen, aber es ist schon mühsam, da reinzugehen. Es ist sehr dicht gedruckt und nicht gut lesbar. Und Michael Beleites hat jetzt in seiner Neuherausgabe dort das alles sehr schön lesbar gemacht. Und das ist ein Geschenk. Ja, der Gärtnerhof, und wir haben im Gärtnerhof halt eine Entwicklung von so 1900 ungefähr. Die damalige Wandervogelbewegung, man ist raus, man hat sich in der Natur bewegt. Das Interesse am Landbau ist gestiegen. In den 1920ern entstand die Siedlerbewegung und Siedler heißt Land urbar machen. Daraus wirklich Gartenbau machen, Landwirtschaft. Das heißt nicht einfach irgendwo Häuser bauen. Der Begriff ist hinterher ja, anders verwendet worden. Und Siedlerbewegung wurde sehr stark geprägt von Leberecht Migge. Der hat den Kulturgürtel Kiel entwickelt und dann auch die intensive Siedlerschule in Worpswede bei Bremen. Und Schwarz, also Max Karl Schwarz, war Migge-Schüler und hat dann die Gartenbau- und Siedlerschule gegründet. Während Migge sehr kopforientiert war und sehr ja, einfach mit den, sagen wir mal, den damals moderneren Methoden gearbeitet hat, hat Schwarz doch auch mehr mit der Natur zusammenarbeiten wollen. Er hat 1924 am landwirtschaftlichen Kurs von Rudolf Steiner teilgenommen, der unglaublich viel bewegt hat. Und er hat dann nach der ersten Veröffentlichung in 1933, dann tatsächlich 1946 den Gärtnerhof veröffentlicht, zusammen mit Dr. Latsch, Dr. Köstlin, Dr. Hagemann. Und das erste Heft hieß Der Gärtnerhof, eine eigene Betriebsform im Gefüge der Landschaft. Ausgerechnet in Hamburg herausgegeben. Und es gibt auch heute noch einen Gärtnerhof und interessanterweise ist Michael Beleites dort mit einem Praktikum eingestiegen und geblieben und hat dort sehr, sehr viel gelernt. Und dieser Hof hat 2,5 Hektar, also sehr klein nach landwirtschaftlichen Verhältnissen, sehr groß für Gartenbau.
Das sind 25.000 Quadratmeter. Hat auf der Fläche eine Milchkuh. Wie gesagt, die Kuh ist immer wichtig für die Bodenfruchtbarkeit. 3 Schafe, 20 Hühner, 10 Bienenvölker, 6.000 Quadratmeter Acker, 2.000 Quadratmeter Gemüsegärten, 1.500 Quadratmeter Schnittstauden, die zum Betriebserfolg finanziell sehr stark beitragen. Muss immer gucken, was geht in der Gegend, was wird gefragt. Dann auch 1 Hektar Obstgrasgarten, den man natürlich auch dann beweidet mit diesen Tieren, also Doppelnutzung. Und die 2000 Quadratmeter Wiese dienen natürlich auch dazu, diese zu beweiden und auch Heu für den Winter zu machen. Der Gärtnerhof, hier ist Max Karl Schwarz, ein Bild von ihm, hat die Zonierung als später wesentliches Element der Permakultur bereits beschrieben. Und mein Lieblingszitat ist: Die Kuh gibt dem Familienbetrieb Seele. Das finde ich wunderbar. In der Hektik heute und der Aufgedrehtheit ist es wichtig, auch ja, einfach wieder eine Anregung zu bekommen, in sich zu gehen und zur Ruhe zu kommen und dabei vielleicht auch sich selbst zu entdecken, Verbindung zur Natur. Ja, es gibt aber auch Nachteile des Gärtnerhofes. Und einer der wesentlichen Nachteile, wie selber beschrieben wurde von den Gärtnerhofschaffenden, es ist sehr komplex, Flächenlandwirtschaft und Gartenbau beides zu lernen, besonders für Leute, die vielleicht beides vorher nicht können. Der heutige Gärtnerhof aus meiner Sicht hätte absolut ein Stück Waldgarten dabei oder zumindest Agroforstelemente mit Vielfalt, mit Nahrungsbäumen. Und das ist natürlich leichter zu bewirtschaften, langfristiger aufzubauen, aber wenn das erstmal läuft, ist das halt eine Sache, die mit überschaubarem Aufwand sehr hohe Mengen von Nahrung, hochwertiger Nahrung produzieren kann. Ja, ich freue mich sehr, dieses Buch jetzt in der Hand zu haben und ja, die Texte sind sehr viel zugänglicher, es sind Bilder drinne, es sind auch die Originalgrafiken sogar mit der Sütterlin-Schrift drin, die habe ich sogar früher noch in der Schule gelernt und kann sie tatsächlich auch noch lesen. Aber halt auch diese Grafiken in der heutigen Form. Und die Kompostierung ist drinne. Und eine Sache, die jetzt in der regenerativen Landwirtschaft wiederentdeckt wird, Dr. Elaine Ingham, Dr. Johnson, ist etwas, was hier drinne ist, mit dem Laubkompost. Also auch damals haben die schon verstanden, wie wichtig die vielen Bodenpilze sind, die in einem Laubkompost mit drinne sind. Gerade wenn man bei dem Laub auch welchen aus dem Wald ein bisschen dazufügt zum ja, Animpfen, dass der ja, die Bodenbiologie da halt richtig in Gang kommt. Ja, soweit zu dem, was ich hier berichten möchte. Beschaffen Sie sich das Buch, absolut fantastisch. Michael Beleites ist auch sonst ein spannender Mensch, hat tolle andere Bücher rausgebracht, war Bürgerrechtler in der DDR, ist jetzt weiterhin auch in Bürgerrechten aktiv und ja, er hat auch einen tollen eigenen Abschnitt in diesem Buch geschrieben mit den aktuellen Bezügen, die ich sehr unterschreiben kann. Und dieses Buch kann man entweder bekommen bei der Internetseite von Michael Beleites oder natürlich lokaler Buchhandel, um den zu unterstützen, oder direkt beim Manuskriptum Verlag. Ich danke fürs Interesse und ja, hoffe auf viel Diskussion zu diesem großartigen Konzept.